Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Landwehrkanal an diesem verschneiten Montag. Ja, ihr habt richtig gehört, verschneiten Montag. Hört sich jetzt verrückt an. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe aus meinem Zimmerfenster geguckt und da war eine weiße Schneedecke. Viele werden sich jetzt denken, das kann nicht sein, aber es war so. Ich habe auch erst meinen Augen nicht getraut, als ich es dann wirklich gesehen habe. Ja. Ja, in dieser Folge auf der Landwehrkanal, Gott sei Dank ohne Schnee. In dieser Folge werden wir unten noch. Da unten, da unten. Noch das Gras fertig mähen. Und da drüben bei dem Drescher noch fertig dreschen, das Feld. Ich hoffe ja, dass wir es bald mal fertig haben. Nehmen wir halt links. Und wieder eine Wasserlache hier und Öl. Möchte sein, dass das, was mich an dieser Map fasziniert. Ja, wir haben letztes Mal noch 10 Kühe gekauft und dann hier mit dem Stroh angefangen. Ja. So, hier haben wir aufgehört letztes Mal. Hier werden wir jetzt auch noch fertig machen. Dass unsere Kühe auch was zu fressen haben. So, blöder Baum. Ja, wir sind bei 50%. Das Eckchen hier werden wir noch fertig machen und dann denke ich mal, dass es auch reicht. Ja, ich muss gerade mal den Sound etwas runterdrehen. Und dann anders drehe über mein Headset leiser, was ihr noch habt. So, einmal umdrehen, dass wir noch kurz mitnehmen. Und ja. Ja, ich hoffe, das Gras reicht dann auch für eine Weile. Ich habe auch nicht wirklich Lust, in der zweiten, dritten Folge hier Gras zu mähen. Und ich denke, ihr auch nicht wirklich. Aber wie ich ja in der letzten Folge schon gesagt habe, bald werden wir auf Ballen umsteigen. Ja, das meiner Meinung nach doch etwas effektiver ist. Ja. Und zwar wenn wir Rundball machen. Ich bin zwar nicht der Freund von Rundball, aber
Wegen Silage und so. Ja. Ihr wisst, was ich meine, da hoffe ich mal. Und ja. Montag, ja. Was gibt's noch zu sagen? Also, wie gesagt, ja. Der Grasertrag ist ja nicht wirklich hoch. Hier ein kleines Flüsschen. Ja, die Rumdrehmethode hat jetzt niemand gesehen. Ich hoffe es. Ich brauche jetzt auch keinen zukommen, während wir hier am Mähen sind. Der kann eine Stunde später kommen. Was ein Stein, ich glaub's nicht. Ich persönlich vermute ja, dass wir noch einige Parts auf dieser Map verbringen werden, da ich richtig Lust zurzeit drauf habe, auf diese Map. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Map findet, ob ihr Lust drauf habt und was für eine Map ich noch spielen könnte. Ob ihr hier einen guten Vorschlag habt. Vielleicht auch gerade so ein Ticken kleiner wie die Landwehrkanal. Vielleicht was Kleines, Idyllisches oder dann was Großes. Beziehungsweise groß jetzt nicht so da. In naher Zukunft auch LS Multiplayer Folgen kommen werden von unserem Community Server. Und da wird tatsächlich auch mal eine vierfach große Map drauf kommen. Dass man auch schön was zu tun hat, ne? Ja, und wir haben bald alles gemäht hier auf dieser, in dieser Ecke. Dann gibt es hier noch die Ecke da vorne und hier haben wir noch eine Ecke stehen gelassen.
ist nicht mehr wirklich viel, was hier steht an Gras. Aber ja. Ist ja egal. Vielleicht kriegen wir auch alles rein. Auch hier an der Seite noch ein bisschen fahren. Ja, noch 90% wird voll unser Ladewagen. Auch klar, dass wir hier wieder nicht rumkommen. Jetzt so rumdrehen. Was mich jetzt ärgern würde, wenn eine Bahn stehen bleiben würde, aber das bezweifle ich jetzt, um ehrlich zu sein. Doch, so sieht aus, wie geht alles rein. Und dann haben wir glückliche, gesunde Kühe, wo schön viel Milch geben. Ja, Milch. Milch gleich Geld. Ja, ich würde sagen, das war Maßarbeit. 97%. Das sind wir 98. Ja, perfekt. Dann fahren wir hier links. So, wieso läuft der Drescher nicht? Ach, der Traktor steht, dann gebe ich den Weg. So, jetzt aber, ja, da drüben ist auch noch ein ordentliches Feld. Ich ja sehe, das gehört uns ja auch noch. Das ist sogar noch größer wie Feld 3, ja. Die Map ist riesig. Fahren wir hoch zu unseren Kühen, laden dort das Gras ab und dann gehen wir weiter zum Stroh. Du wirst es jetzt aber noch packen hier hoch, ne? Geschafft. So, geht doch. Gib Gas. Und dann hier rechts gleich wieder hoch zu den Kühen.
Jetzt komm, lass mich nicht im Stich hier. Ach, wir haben hier sogar ein Lager, perfekt. Da bin ich gerade doch am Überlegen, ob wir überhaupt Ballen machen, aber ich glaube, wir machen Grasballen. Einfach, weil ich auch eine Lust drauf hätte, Silageballen zu machen. Oder hinten noch einmal aufmachen. Ich hatte wieder mal die Schaufel umgeworfen. Was haben wir da für eine? Gras, okay. Ja doch, das ist immer. Gras, Stroh, Silage, Mischfutter. Okay. Vorwärts. Und unsere Kühe werden glücklich. Kommen wir hier alles rein. Das ist auch klar, dass es wegen 13% nicht aufgeht. Ist ja wie immer. Ich würde nur kurz gucken, ob man die Grasbahn hier verwenden kann oder nicht. Gras, Vorbahn, wie auch immer. So, wo haben wir hier jetzt Gras? Gras, Mischfutter, Silage, Gras da. Ach, da vorne ist auch wieder. Jetzt muss ich davon, ist das an der Anzeigetafel getan? Nö. Nicht wirklich. So, dann tanken wir noch eben ab. Ja. Viel ist es nicht mehr, aber Entschuldigung. Jetzt möchte ich auch nur kurz gucken, was da oben angebaut ist. Hier, ne. Ja, auf der 2. Da ist Gerste, okay. Ja. Und mit diesem Bild möchte ich mich von euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.